Was bedeutet das für dieses Jahr und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wer wie gewinnen könnte? Zunächst einmal haben wir einen Supreme Court, der Donald Trump noch dieses Jahr ausbremsen könnte. Es laufen insgesamt, liefen und laufen 91 anhängige Klagen. Und davon sind einige nicht ungefährlich für ihn. Auf der anderen Seite darf man nicht unterschätzen, er hat den Supreme Court mehrheitlich republikanisch besetzt. Da hatte er schlicht auch Glück. Teilweise war das natürlich aber auch politisches Ziel. Das ist übrigens ein Ziel, das die Demokraten auch immer wieder haben. Ja, aber es sind demokratische Richter gestorben und so konnte er nachsetzen. Die werden ja auf Lebenszeit ernannt. Das darf man nicht vergessen. Ganz anders als bei uns in unserem Lande wird ein Richter am höchsten Gericht in den USA auf Lebenszeit ernannt. Der kann da mit 96 noch sitzen. Selbst wenn er von nichts mehr eine Ahnung hat, das spielt gar keine Rolle. Ja, wäre doch auch noch ein Karriereziel für dich. Aber für mich fantastisch. Ich verstehe nicht mal, was Sie erzählen. Dadurch könnte ich besonders frei entscheiden. Gegen Gutenberg.